Immer wieder werde ich mal gefragt, wie man sich von Quotendruck im Verkauf befreien kann, wenn es mal nicht so richtig läuft. Und die Frage, die ist ja durchaus berechtigt, denn wenn es mal nicht gut läuft, dann wird der Druck, einen Abschluss zu machen, von Tag zu Tag ja größer. Entweder weil der Chef einen im Genick sitzt, ja, oder wenn man selbstständig ist, dass das Geld dann knapp wird oder vielleicht ja sogar im schlimmsten Fall ganz ausgeht. Und in diesem Beitrag besprechen wir die vier Ziele in einem Verkaufsgespräch und wie du durch diese Ziele keinen Quotendruck mehr bekommst. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Wer beim Verkauf Quotendruck hat, der ist meistens in einem echten Dilemma, denn es passieren dann Dinge, die man tunlichst vermeiden sollte. Die drei häufigsten Dinge, die Verkäuferinnen und Verkäufer falsch machen, wenn sie unter Quotendruck leiden, sind: erstens, du nimmst jeden Kunden an, den du kriegen kannst, auch die, die du normalerweise nicht abgeschlossen hättest. Zweitens, du verkaufst über Widerruf, machst dich und dein Angebot damit unverbindlich. Oder drittens, du gehst, wenn du kannst, mit deinen Preisen runter, weil du Angst hast, dass dein Kunde sonst nicht abschließt. Alles das sorgt für ein negatives Mindset bei dir und Kunden merken auch, wenn du unbedingt verkaufen musst. Du gibst, wenn du Druck hast, außerdem deine super gute Verhandlungsposition auf. Ja, was kannst du also tun, damit dir das nicht passiert? Und die Antwort, die ist relativ simpel. Denk beim Verkauf nicht an Verkaufen. Sagst du dir wahrscheinlich, Uwe, das klingt aber komisch. Also lass mich kurz erklären. Natürlich sollst du im Verkaufsgespräch deinen Fokus auf Abschluss eben haben, aber nicht nur den Abschluss. Denn es gibt, wie gesagt, vier Ziele im Verkaufsgespräch. Und nur wenn du diese vier Ziele auch erreichst, dann bist du langfristig und dauerhaft erfolgreich. Den Abschluss zu machen, das ist zwar dein wirtschaftliches Ziel, aber es gibt eben noch drei weitere Ziele. Ziel Nummer eins ist immer, Freundschaft und Vertrauen aufzubauen. Nur wenn dir das gelingt, dann erreichst du Ziel Nummer zwei auch, nämlich deinen Abschluss. Nur wer dir vertraut, wird auch bei dir kaufen. Denn Kunden kaufen überwiegend nur bei Freunden oder zumindest bei Menschen, denen sie vertrauen und die einem sympathisch sind. Ja, du gibst ja auch ungern Menschen, die du nicht leiden kannst, dein Geld, oder? Achte aber darauf, dass du nicht zu nett bist, denn ansonsten kauft auch niemand bei dir. Also Ziel Nummer eins, Freundschaft und Vertrauen. Und wenn du das erreicht hast, dann erreichst du dein Ziel Nummer zwei, deinen Abschluss, leichter. Jetzt kann es aber passieren, dass du zwar nett und freundlich warst, aber dein Kunde trotzdem nicht gekauft hat. Ja, du hast vielleicht ein gutes Gespräch geführt, hast ganz anständig deine Einwandbehandlung gemacht und wirklich alles gegeben, aber dein Kunde, der will einfach nicht. Und genau hier ist quasi, wenn du so willst, der Geburtsort von Quotendruck. Die meisten Verkäuferinnen und Verkäufer geben nämlich an dieser Stelle enttäuscht auf. Die gehen dann aus dem Gespräch raus, sind geknickt, vielleicht haben sie manchmal auch schlechte Laune. Und das ist genau der Punkt. Ziel Nummer drei ist nämlich, bewahre deine gute Laune. Gute Laune ist dein Grundkapital im Verkauf. Lässt du sie dir nehmen und feierst nach einem Gespräch Negativparty, bist traurig oder regst dich auf, dann bist du nicht mehr Verkäufer, sondern Käufer. Dein Kunde hat dir dann schlechte Laune verkauft. Das Dumme daran, passiert dir das mehrmals hintereinander, dann nimmst du diese schlechte Laune mit in dein nächstes Gespräch. Dein Mindset ist dann auf Verlieren eingestellt, weil du davon ausgehst, dass eh keiner bei dir kauft. Oft höre ich dann so Sätze wie: oh, heute sind alle Kunden blöd. Frag dich mal, ob das wirklich dann so ist. Was du an der Stelle machen kannst, ist, wenn so ein Gespräch mal nicht so verlief, wie du es wolltest oder wie du es dir vorgestellt hast, dann frag deinen Kunden doch mal, ob er einen Tipp für dich hat, was du beim nächsten Mal besser machen kannst. Mach eine kleine Umfrage zum Thema Kundenservice. Bezieh aber die Frage auf dich persönlich und nicht dein Angebot, nicht auf dein Produkt und auch nicht auf deine Firma. Wenn du diese Frage exakt so stellst, wie ich sie dir gleich sage, passieren nämlich ganz wunderbare Dinge. Also die Frage lautet: Frau Müller, Frau Schneider, ich möchte mich gerne persönlich weiterentwickeln. Haben Sie noch einen Tipp für mich, was ich beim nächsten Mal besser machen muss, damit wir beide ins Geschäft kommen, Schrägstrich, damit Sie einen Termin bei mir machen? Und wenn du die Frage genau so stellst, passieren folgende Dinge. Dein Kunde lobt dich, weil du nett und freundlich warst. Oft sagen sie, dass es nicht an dir lag, ja, und das fühlt sich dann wiederum gut für dich an. War zwar kein Abschluss, aber es ist trotzdem nett, wenn du nochmal gelobt wirst.
Zweitens kann passieren, sie rechtfertigen sich und sagen dir den wahren Grund, warum sie nicht gekauft haben. Du findest dadurch neue Argumente, mit denen du zurück ins Gespräch kommst, und manchmal machen sie dann doch einen Termin mit dir aus, weil sie vielleicht auch ein schlechtes Gewissen haben. Also alles das führt dazu, dass du positiver aus dem Gespräch gehst und das nächste Gespräch damit auch besser gelaunt beginnst. Ja? Und nochmal, dein Grundkapital ist gute Laune. Bist du schlecht drauf im Verkauf? Hast du da nichts zu suchen? Sorry. Und bevor ich dir gleich den Trick verrate, wie du Quotendruck an sich vermeidest, noch kurz Ziel Nummer 4. Als viertes Ziel steht noch eine Sache an, die die meisten Verkäuferinnen und Verkäufer nicht tun. Die lernen nämlich nicht dazu. Jeden Tag machen sie die gleichen Dinge falsch und das ist einfach nur, formuliere es mal vorsichtig, unklug. Also setz dich mit deinen Erfolgen und Niederlagen auseinander, lerne, woran lag es, dass Kunden bei dir gekauft haben oder woran lag es, dass Kunden auch nicht gekauft haben. Und nutz die Erfahrung für das nächste Gespräch. Schreib dir deine Do's und Don'ts auf und arbeite mit einem Sales-Skript. Alles andere ist sprichwörtlich planlos. Und falls es mal soweit ist, dass du Quotendruck hast, wenn es mal nicht gut läuft, dann konzentriere dich nicht auf dein wirtschaftliches Ziel, sondern auf die drei anderen Ziele. Hab zum Ziel, dass du dir die Kunden zum Freund machst, stell die Freundschaftsfrage, erfahre, was du besser machen kannst, damit behältst du deine gute Laune, damit wirst du schlussendlich mehr Abschlüsse machen. Also fokussiere dich nur auf angenehme Gespräche, Feedback einholen und lernen. Dann klappt das automatisch auch mit Abschlüssen. Das ist keine Raketenwissenschaft. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann besuch meine Webseite unter uwebothe.de. Dort stelle ich dir mein Verkaufstraining Secrets of Sale vor. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann lass gerne ein Abo da. In diesem Sinne, vamos, dein Uwe.